Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island und ich kam zuletzt nicht weiter, weiß jetzt aber weiter, denn es ist nun mal so, wenn ich dann hier minutenlang gar nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann geht's halt eben einfach auch mal wieder zurück und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen unsere Abkürzung und wir müssen tatsächlich wieder zurück ans Meer. Also machen wir das doch einfach mal und das ist aber die falsche Richtung. Das ging hier lang, ne? Ganz zurück wollen wir. Und wie oft bin ich jetzt schon zurückgegangen, wo ich das nicht wollte? Und das will ich jetzt aber. Da lang, ne? Jawohl. Wir müssen zurück. Erst dann weiß ich weiter. So, wir haben hier nämlich auch noch diese merkwürdig rostigen Metalle. Mit denen weiß ich nicht, was wir machen können. Aber hier soll jetzt... Hey, was haben wir denn hier? Ja, sag ich doch. Also wir sind wieder zurück am Anfang sozusagen am Strand und jetzt muss ich mich mal hier umschauen, hier oben. Was ist das? Ich glaube nicht, dass sie da rankommt. Ich weiß aber, dass sie da rankommt mit diesem Dingensbummens. Mit dem? Nee. Mit unserem Messerchen. Jawohl. Das habe ich jetzt bekommen. Gekrümmte was? Gekrümmte Dorne. Willst du das dafür haben? Nee. Vielleicht können wir ja mit all diesen Sachen unseren Blasebalg reparieren. Und die sind da oben rumgeschwirrt, weil da ein armer, toter Seehund liegt. Das ist eklig. Ja, und den packt sie sich natürlich in die Tasche. Natürlich. Seehund. Kann ich den irgendwie auseinandernehmen? Ach nee, das ist nicht mein Messer. Wo ist mein Messer? Iu, sie nimmt den auseinander. Okay. So. Was habe ich jetzt? Seehundfell? Seehundfett? Und Sehnen. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt mit diesem Fett uns... Ja, vielleicht können wir erstens die Windmühlen reparieren und das andere wäre zum Beispiel eine Idee. Deswegen haben wir es auch zweimal. Das ist jetzt blind für mich. Das andere vielleicht dafür ist, die Fackel sich zu bauen. Geht das? Kann ich das jetzt schon irgendwie kombinieren? Guck mal, warum tränkst du das nicht da irgendwie? Kannst du das irgendwie... Irgendwie... An irgendwelche Stöcker... Für irgendwas... Oder auch nee. Okay, das hätte ich jetzt so gedacht, dass das geht... Warum denn nicht? Sehnen. Sehnen. Vielleicht können wir damit ja... Oh, ich weiß auch nicht. Das hätte ich jetzt so gedacht. Ist jetzt hier noch irgendwas am Strand? Bei Möwen? Hallo? Nee, wollte sie nicht mehr. Gut, ich hoffe... Mein Telefon! Es funktioniert wieder. Ach so, weil du jetzt hier vorne bist. Ja. Yeah. Okay. Mama, ich glaube es ja nicht. Es ist kaum zu fassen, dass du durchgekommen bist. Hallo? Mina, sag doch etwas. Hallo. Mama, kannst du mich hören? Hallo. Hallo? Komm schon, Mina, antworte mir. Mist. Mein Telefon kann empfangen, aber nicht senden. Mina? Ich höre nichts, aber wenn du mich verstehst, hör zu. Wahrscheinlich ist, dich noch zu finden und dass ich die Hoffnung aufgeben soll. Das ist Blödsinn. Schlimm genug, dass dein Boot weg ist. Ich hoffe, du hattest wenigstens den Anstand, nicht auch noch zu ertrinken. Ich weiß nicht, wo du bist, aber versuch so bald wie möglich nach Hause zu kommen. Du steckst offenbar in Schwierigkeiten. Also viel Glück und bitte versuch rechtzeitig zum Geburtstag deiner Schwester zu Hause zu sein. Der Geburtstag meiner Schwester. Ich kann Mamas frischen Apfelkuchen fast schon riechen. Ja, ist auch total wichtig, wenn jemand so verschollen ist auf einer Insel, dass derjenige auf jeden Fall rechtzeitig zum Geburtstag für einen Geburtstagskuchen wieder da ist. Gibt ja sonst nichts Wichtigeres zu klären. Okay. Der Akku ist... Sie wenden mir kaum noch auf. Alles klar. Gut. Weißt du Bescheid? Hatten wir also Empfang, weil wir hier vorne waren. Okay, ist da jetzt noch irgendwas? Wenn wir schon mal wieder hier sind? Hier, Kokosnüsse und so. Unser Anfang? Weiß auch nicht. Dann gehe ich nämlich sonst wieder zurück hier. Was soll ich denn hier sonst? Aber krass. Ich meine, krass. Okay, Gut. Gehen wir zurück.
Weiß nicht, was es da mit diesen anderen Dingern am Strand, mit diesem Kupferkram noch weiter auf sich hat, aber was soll's. Hier bin ich schon wieder falsch. Hügel hoch, habe ich mir gemerkt. Unsere Quelle. Ich laufe immer falsch. Immer, egal wie ich es mache. Echt, ich bin zu dumm. Mit dieser Orientierung hier. Das sieht auch alles gleich aus. Da lang oder da lang jetzt gehe ich mal. Nein, das war wieder falsch. Oh, unglaublich, wie hohl man sein kann. Da ist die Quelle. Da, wo der Dampf ist, ist die Quelle. Und hier ist dieser blöde Abgrund. Mann. Kann doch nicht sein. Hügel hoch, habe ich mir doch immer so gemerkt. Genau. Ja, immer einfach, immer weiter. So, endlich. Jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie mit unserem komischen Haken reparieren können. Geht das? Das geht nicht. Mit dem Fell? Mit dem Seehundfell. Und das hat sie da jetzt einfach automatisch gemacht. Aber ich dachte jetzt echt, wir müssen die ganze Zeit mit das nähen oder so. Cool. Unser Blasebalg geht wieder. Das heißt, wir können das jetzt brennen, oder? Unsere selbst gebastelten Sachen. Ich habe den Ton gebrannt. Jetzt habe ich ein paar Behälter, in denen ich Wasser transportieren kann und denen Feuer nichts ausmacht. Die kann ich sicher noch brauchen. Ist halt komisch, dass sie das brennen konnte. Also, dass sie das jetzt erst brennen konnte, obwohl die Ziegelsteine ja auch gingen, eigentlich. Naja, gut. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall als erstes mal Wasser. Um zu gucken, ob das jetzt geht. So. Wasser. Jawohl. So, und das können wir bestimmt dem kleinen Äffchen bringen, ne? Der soll uns nämlich mal helfen, langsam. Es wird ja Zeit, dass der mir hilft. Will der vielleicht auch was? Mal hier, komm mal her. Nee, das will der nicht, aber unser Affe bestimmt. Guck mal hier. Hallo, Jepp. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Jetzt gib dem schon das Wasser. Hallo, Jepp. Hä? Nimm das doch mal. Hallo, Jepp. Sie nimmt das gar nicht in die Hand irgendwie. Ja, jetzt aber. Genau. So, das geht dem jetzt schon mal besser. Ist der jetzt auch nicht mehr so schlapp wegen Essen und so? Jepp, geht es zu schlecht, um zu essen. Oh Mann, oh, der braucht immer noch so dieses Heilzeug, ne? Kann ich das auch in die Schale tun? Muss ich das erstmal zerstampfen? Ich das da so reintue. Zermörsern. Habe ich jetzt irgendwas anderes? Was? Oh. Oh, ich baue mir hier wieder was. Gekrümmte Dorne, dann die Sehne. Die Regen... Warte mal, das wird doch nicht schon wieder eine Angel, oder? Das wird eine Angel. Warum? Ich will doch gar keine Angel. Nee. Soll ich den Affen damit runterholen? Hallo, guck mal hier. Guck mal. Nee, ist ja Quatsch. Ich will keine Angel. Ich bin froh, dass ich den ganzen Kram jetzt so hab. Aber vielleicht will der noch ein Schälchen Wasser. Ach nee, hab ich gar nicht. Aber wenn der auch nicht für Trauben runterkommt, dann kommt der doch bestimmt auch nicht für das Wasser runter. Das glaube ich nicht. Ich gehe mal zur Windmühle und probiere das jetzt hier mit dem Einfetten, weil das Ding ist ja rostig. Wozu haben wir das ganze Zeug? Das ist keine schlechte Idee. Aber ich glaube, es fehlt noch etwas. Ach ja? Dann probieren wir mal alles aus. Es fehlt noch was. Was denn? Was denn, was denn, was denn, was denn? Sag schon. Was denn? Ich weiß nicht, was fehlt. Keine Ahnung. Kann man sich ja merken, dass die beiden zusammengehören. Aber vielleicht muss ich die ja auch mal einzeln haben. Versenkter Stoff. Ach, deswegen meinte sie beim letzten Part, sie hat versenkten Stoff schon. Weil wir hier ja auch diese Linse und so haben. Ich wusste doch, dass das Fett dafür gut ist. Aber das Fett ist doch auch dafür gut, sich eine Fackel zu bauen. Warum geht das nicht? Ich muss es doch hinkriegen irgendwie.
Um da... Sie braucht den Affen. Bestimmt den Affen. Und der fehlt dafür. Ansonsten ist die Idee wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Tja. Braucht eine Fackel. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Auch schon wieder ein Erdbeben. Solange uns nichts passiert. Ne? Gut. Fackel. Warum kann ich das auch für nichts verwenden? Das ist ja wohl total doof. Total doof. Dann kann ich die Sachen ja wieder zusammenbauen. Ich weiß nicht, was hier noch fehlt, aber ich weiß auch gar nicht, wozu ich jetzt überhaupt einen Korb brauche. Sehne. Ich kann das Zeug irgendwie nicht. Ganz blöd. Also ich finde das super, dass wir dem schon mal jetzt mehr geholfen haben, aber... Hallo, Jepp. Ja. Heilpflanze. Ist das doch einfach mal die Heilpflanze. Was willst du denn noch? Kann ich das nicht irgendwie... Nee. ihm in Injektion geben mit dem Heilmittel. Der soll das einfach essen. Kann ich hier mir noch irgendwas töpfern? Aber dafür bräuchte ich wieder normalen Lehm. Das ist ja Quatsch hier mit dem Kram. Schade, jetzt bin ich ein Stück weitergekommen und hänge wieder hier an der Stelle und weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ah, super, dass das Ding funktioniert. Wir haben jetzt ordentlich hier Hitze. Können wir uns das hier braten? Meine Mutter hat mich angerufen. Sie sprach ein paar Minuten lang, aber ich konnte ihr nicht antworten. Obwohl sie deutlich zu hören war, konnte sie mich offenbar nicht hören. Es ist enttäuschend. Dennoch war es ein großer Ansporn für mich, ihre Stimme zu hören. Ja, das ist natürlich cool gelaufen. Aber das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, was wir jetzt machen sollen. Können wir den Er will mein Geschenk nicht. Er traut mir nicht. Er will mein... Nichts will er haben. Was ist das hier? Getrockneter Seetang. Ja. Traut mir nicht. Wir brauchen unseren Affen. Wie können wir den heilen? Und wie komme ich in die blöde Höhle ohne Fackel? Ich hab doch jetzt das coole Seehundfett. Hä? Nein, ich möchte keine Angel bauen. Pack das mal wieder schön zurück. Oder soll daraus eine Fackel werden? Sehnen. Astgabel. Kann ich hier mit der Linse Feuer machen, dass ich da irgendwie Licht durchherstelle oder so? Wäre das... Weiß ich auch nicht. Aber sie meinte halt Fackel... Meinte sie nicht Fackel oder Kerze oder so? Irgendwie so in die Richtung, ne? Das Heilmittel mit den Trauben zusammen wäre doch auch ein gutes Futter eigentlich. Aber sie will ja nicht. Was soll ich tun? Hab das jetzt hier wunderbar gebrannt. Töpfe. Oh, was habe ich jetzt hier? Ach so, dann kommt das Ding dazu und dann baue ich mir wieder eine Angel, ne? Ja, ist immer derselbe Schmuh. Ich will das aber nicht. Muss doch auch mal andere Möglichkeiten geben. Habe ich noch irgendwas übersehen? Können wir noch mal noch mehr Wasser holen? Warte, ich kann doch jetzt hier zurück und an dem Baum mir das mal holen.
Da fehlte mir doch genau hier, das da. Ja, was ist das jetzt? Was ist das? Ahornsirup. Ah. Aha. Würmer? Nee. Irgendwas soll da noch zu? Was mache ich denn mit dem Ahorn? Die Orangen? Zitronen? Und lecker Schmecker essen? Weiß ich nicht. Getreide? Stroh? Das? Was soll denn das werden? Ahornsirup, Trauben. Kann ich die jetzt klein machen? Ach, dasselbe geht auch mit Zitrone? Nenü. Jetzt bin ich verwirrt. Was soll denn hier noch dazukommen? Also es geht mit Zitrone oder es geht mit Traube. Es spielt eigentlich keine Rolle. Können wir uns das nochmal nehmen? Nö. Hallo, kleine Echse. Hä, jetzt haben wir uns den Ahornsirup da geholt und ja, das ist super, aber dadurch traut er mir doch auch nicht mehr. Die muss dazu, die Heilpflanze, mit der mal endlich gesund wird, der doofe Affe. Der Jepp, der Gute. Was soll denn da dann zukommen? Vielleicht soll da echt, also vielleicht müssen wir auch tatsächlich doch Getreide mahlen, damit das Getreide hier dazu kommt oder so. Das Fett vielleicht? Nee. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Leckerer Ahornsirup, dann mit Zitrone dazu. Machen wir uns selber was zu essen oder machen wir ihm was zu essen? Da könnte doch alles Mögliche jetzt rein. Aber das will alles nicht gehen. Seetang. Ich würde ja Getreide nehmen. Um das zu mahlen, muss aber auch noch wieder was anderes zurechtgedüngelt werden. Hatten wir nicht zweimal Fett? Ja. Muss doch eine Kombinationsmöglichkeit geben für das Fett. Es war aber auch in der Windmühle einfach zu hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass hier irgendwas geht, weil ich glaube, dass der Affe halt da hoch soll. Ich verstehe halt immer nur nicht, wie. Ach, das ist ja alles hier nicht einfach. Dann gehe ich nochmal zurück. Hier noch irgendwas? Ach ja. Unsere Schlange. Ich glaube nicht, dass die uns hilfreich ist. Hier ist eine Spinne noch. Unsere Quelle ist natürlich auch so eine Sache. Können wir das rausholen, das kochende Wasser? Nee. Können wir hier irgendwas noch, noch machen mit unserem heißen Wasser? Nee, anscheinend nicht. Tja, da explodierten ja damals auch diese komischen Bambusdinger. Weiß auch nicht, was das sollte. Das geht auch nicht. Das geht alles nicht. Das ist doof. Ich glaube, hier lässt sich auch nicht weiter was machen. Ich stehe so schnell auf dem Schlauch hier bei diesem Spiel. Ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist, also für mich ist es nicht einfach. Beeren waren hier aber auch nicht mehr zu holen, oder? Da war, dass man da noch so Beeren zutut und das so ein leckere Marmeladenkram wird. Da muss unser Äffchen uns helfen, wenn er denn dann gesund ist. Das ist wahrscheinlich so das Level-Up, was mir gerade fehlt. Ja, am Wasser irgendwas noch. Vielleicht baut sie sich die Fackel auch nur hier direkt oder so. Ist da irgendwas? Ich glaube, das sehen wir dann später, wenn wir drinne sind und das Licht leuchtet, was da drinne ist. Das Spitzhacke, das haben wir ja schon eigentlich gemacht. Tja, ich kann nicht viel machen. Kann nochmal Wasser holen, genau. Das ist ja schon mal gut. Dann haben wir nochmal Wasser.
Vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Eigentlich müsste man sich doch, wie gesagt, aus dem Fett hätte ich jetzt... Das war so mein Wunschgedanke, dass das Ding brennt. Kapiere ich gerade nicht. Ich gucke jetzt nochmal in die Lösung. Ich weiß, es ist mega blöd, dass ich nicht selber jetzt weiterkomme. Aber ich das für die meisten Sachen genauso auch wie das hier. So, da brauche ich eigentlich überall brauche ich den Affen. Und ich will das Heilpflanzenzeug dem geben. Und weiß nicht, was ich machen soll. Da das hier auch so eine große Möglichkeit ist, da kann man ja noch alles Mögliche zutun, könnte ich mir vorstellen, dass wir das Getreide malen und das packen wir dazu. Aber das geht ja alles nicht. Oder einfach die Orangen direkt zum... Geht aber auch nicht. Das geht ja alles nicht. Die Zitrone vielleicht nochmal. Nee. Da geht nichts von. Ich habe ja auch eigentlich schon alles ausprobiert. Heilpflanze. Wir wollen ihn ja auch nicht vergiften. Das Wasser vielleicht. Wasser soll dazu. Alles klar. Dann holen wir nochmal was auch für die andere Möglichkeit. Aber immer noch zwei weitere Sachen, die dazugehören. Ja, ich bis gleich. So, Jepp, wird es jetzt bald wieder besser gehen. Es ist nämlich echt so ein kleiner, blöder, dummer Fehler von mir. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert hatte, war nämlich mit der Schale. Hole ich jetzt noch... Davon habe ich... Hast du schon? Wir brauchen aber noch mehr... Also, ja, nee. Ich weiß zwar nicht, was das hier für eine Kombination ergeben soll, aber... Es ist jetzt, glaube ich, so, dass... Das habe ich nämlich nicht ausprobiert, was... das Heilmittel mit dem Wasser auszuprobieren. Wo ist das Wasser jetzt da? Und genau das habe ich nicht ausprobiert. So doof. So, das packst du rein und das müssen wir jetzt Jepp holen. Aber vorher hole ich noch mehr Wasser. Genau. So. Wasser ist immer gut. Brauchen wir. So. Gehe ich wieder zurück. Mit Jepp sein Heilmittel endlich kriegt. Ja, warum kriegt er das denn jetzt in dem Wasser? Warum? Ich hätte jetzt eher gedacht, ich muss dir was zu essen machen und das da reinhäckseln, damit er das isst. Aber nein, er trinkt es natürlich daraus, weil ein Affe das gerne macht. Nicht? Warum nicht? Warum denn jetzt nicht? Hallo, Jepp. Hallo, Jepp. Ja, dann hilf ihm doch endlich mal. Hä? Du sollst das jetzt da... Hm? Jepp, geht es zu... Er könnte, aber er will nicht, oder was? Warum nicht? Muss ich das verstehen? Muss ich das hier kombinieren mit den Trauben? Nee. Du musst das jetzt. Das ist die Lösung. Ich hab doch nachgeschaut. Ist das jetzt? Yep, das ist wichtig für dich. Zu erhitzen das Heilmittel. Ach, ich muss es noch... Warum muss ich das denn aufhitzen? Muss ich das verstehen? Hä? Hä? Okay, es muss warm sein. Klar, Affen mögen heiße Heilsuppe. Jepp fühlt sich gut genug, um zu essen. Er fühlt sich gut genug, um zu essen. Dann kriegt er jetzt den Kram. Ja, geil. Unser Affe isst endlich. Jetzt kriegt er alles reingestopft, was wir haben. Yeah. Jepp isst alles. Was mag Jepp denn noch? Das Kokoszeug? Kokosnüsse. Kokosfleisch. Wasser hätte ich auch noch. Hier das Zeug. Das ist zu süß. Das ist zu süß. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist zu süß. Dann kriegst du eben noch eine Orange. Und so ein Ding. Brauchen wir sowieso nicht. Morgen wirst du dich sicher schon besser fühlen. Legen wir uns ans Feuer und schlafen ein bisschen. Unserem Affen geht's gut und ich höre Löwen und da ist ein Mann und... Ich bin Kapitän Nemo. Ich gehe auf dieser Insel um und finde keinen Frieden. Suche meine Leiche und begrabe sie. Gut geschlafen, Jepp? Ich hatte einen Traum. Ja, es war wohl ein Traum. Glaubst du an Geister? Keine Angst.
Wenn wir zusammenbleiben, passiert uns schon nichts. Komm auf meine Schulter. Wenn wir im Team arbeiten, können wir viel mehr erreichen. Habe ich's doch gewusst. Der Affe wird uns jetzt bei allem helfen. Endlich haben wir den dusseligen Affen bei uns. Und die haben zusammen geschlafen und da war Captain Nemo und weiß ich doch nicht was. Also jetzt gehe ich jetzt erstmal in diese Windmühle. Nein, als erstes vertreiben wir den anderen Affen. So machen wir das jetzt. Dafür nehme ich mal die Trauben raus. Und der ist jetzt bei uns und... Er will mein Geschenk. Er traut mir nicht, nee, aber... Aber genau, das wirst du jetzt dem anderen Affen geben. Wie cool ist das denn? Es hat geklappt. Jep hat ihn überzeugt. Er macht uns bestimmt keine Schwierigkeiten mehr. Ach, ist das schnuddelig. Schnuddelig, der Affe, der lässt uns los. Kann ich das jetzt reparieren? Jawohl. Also ist es doch, oder? Ist die Windmühle jetzt repariert, weil ich kann nichts mehr machen? Okay, dann ist sie von außen schon mal repariert. Müssen wir nur noch von innen das einfetten. Hier hast du das Fett. Und das klappt jetzt alles. Wie geschmiert. Haha, Wortwitz. Cool. Und sie dreht sich. So, jetzt können wir dann ja... Gehst da mal wieder rein. Dann packen wir das da mal rein. Jetzt kriegen wir Getreide. Wie cool ist das? Was habe ich jetzt bekommen? Richtiges Mehl. Kannst du auch das Stroh reintun? Nee? Nein. Das geht alles nicht. Kannst du da noch was anderes reintun? Wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht malt das Ding ja auch noch was anderes. Das ist zu süß. Ja, wir haben Mehl. Vielleicht backen wir uns ja noch später ein Brot oder so. Keine Ahnung. Wir haben die Windmühle repariert. Oh, ist das super. Und jetzt gehe ich natürlich... Yeah, sie dreht sich. Ach, ich freue mich, dass es jetzt endlich weitergeht und wir die Sachen machen können, die vorher nicht gingen. So, du kriegst, Moment mal. Genau. Wir demontieren den Affen. Du kriegst jetzt mal das Messerchen und du darfst jetzt mal für uns die Liane abschnibbeln. Aus den Ranken da werde ich eine Strickleiter machen. Aha. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Den lassen wir mal da kurz drinne. Eine Strickleiter. Das heißt, wir könnten dann auch nach oben kommen, wo wir vorher nicht hinkamen. Kann das sein? So überall, wo es nach oben ging und es vorher nicht ging, war hier noch irgendwas? Hier irgendwas? Nö. Dann gehen wir jetzt hier mal zurück, aber nicht ans Wasser, sondern hier lang. Da zum Beispiel. Und das brauchst du dann nicht mit einem Messer, aber du kannst eine Strickleiter bauen. Für uns, die da oben dann runterhängen, damit du da genau... Nee, das geht nicht. Aber da wir das kombinieren können, dann gehe ich mal nochmal weiter. Nicht hier lang, sondern natürlich wieder die andere Richtung. Ich doofe Nuss. Wo war denn das? Das war hier, ne? So, wir wollen ja nämlich wieder an den Anfang. Pass auf. So, war das da? Oh, war das hier? Wie oft bin ich jetzt hier schon lang gelaufen und immer wollte ich hier nicht hin und jetzt, wo ich hin will, geht's natürlich nicht. Nee. Nee. Genau, hier sind wir bei der Quelle. Und dann... Genau, hier wollte ich hin. Yeah! Strickleiter, Affe und so. Klappt alles wie geschmiert. Total schlau. Ach ja, also so Kleinigkeiten wie... Jetzt hat er das darüber gebaut. Jetzt können wir da sogar hin. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass ich jetzt nicht wusste mit dem Heilmittel ins Wasser und dem das geben und das dann auch noch anbrennen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, habe ich nachgeguckt, konnte ich nicht alleine. Aber das hier, das kann man sich so denken, weil man so oft hier war. Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ja, dann soll doch hier unser Freund hier, soll der dem doch wieder irgendwie was anbieten. Haben wir noch was?
Genau, so als Geschenk hier. Gib ihm da mal was. Ich will Jeb nicht zu ihm schicken. Der Affe könnte ihn mit dem Stock verprügeln. Oh Gott. Nee, der arme Jeb, das wollen wir dem nicht antun. Das geht ja nicht. Soll der sich wehren jetzt? Soll er den auch angreifen? Oder sollen wir mit dem was anderes machen? Also Jeb soll da jetzt gar nichts machen. Sollen wir was machen? Der Spitzhacke auf den losgehen. Pff, den betäuben oder so. Pfeil und Bogen wäre natürlich jetzt auch. Aber wir sollen... Was soll ich denn machen mit dem? Den schmeißen? Vielleicht wieder mit der Steinschleuder? Bauen wir uns mal wieder eine. Ist ja schon wieder eine Weile her. Machen wir das mal wieder. Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Tust du doch auch gar nicht, wenn du den damit angreifst. Ich muss das Tier... Ja, mach das mal hiermit. Keine gute Idee. Der Affe könnte zum Angriff übergehen. Ja, was soll ich denn dann machen? Dann muss ich dem doch was anbieten, oder nicht? Nee, das geht anscheinend nicht. Ach, vielleicht soll ich den diesmal jetzt einfangen. Oder so. Soll ich den einfangen? Ja, ist da vielleicht dieses Korbgeflecht da, was wir uns hier bauen? Dass wir dann... So könnte ja sein. Ich muss das Tier... Hier ist doch eine Falle. Ist doch super. Beschädigter Käfig. Da müssen wir den doch nur reparieren. Aha. So, habe ich repariert. Mensch, das läuft ja super jetzt gerade hier. Und ich darf den jetzt aber nicht... Muss ich den irgendwo abstellen, hinstellen? Ich muss das... Soll Jeb das machen? Nee. Käfig. Und das vielleicht kombinieren natürlich mit was Leckerem zu essen oder so. Damit... Ja, was... Ich habe ja nichts mehr wirklich. Mit dem Wasser? Ja, das ist natürlich so eine Sache jetzt. Ich muss das... Wie soll ja... Ich habe den hier aufgenommen, den Käfig. Aber da hinstellen geht nicht. Da komme ich nur ran, wenn ich ihn fange. Also so ein Käfig. Musst du ihn vielleicht ja mit irgendwas kombinieren können. Ich hätte jetzt gedacht, so ein leckerer Köder oder so. Aber anscheinend... Wenn wir mal die Zitrone rausnehmen? Nö. Das geht ja auch nicht. Dann können wir es auch drinnen lassen. Und Jeb nimmt es auch nicht. Tja, ich guck dann mal im nächsten Part, wie wir hier den Affen reinfangen. Wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück weitergekommen. Jetzt bin ich echt... Dieses schweflige Wasser kocht. Ich kann es nicht trinken, aber ich könnte etwas damit erhitzen. Ja. Sehen wir dann im nächsten Part. Ist auf jeden Fall cool, dass wir so weit gekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.